丁に味わってこそ本来の趣がわかるものです。刀は技を支え、匠は宝を有す。Muss mal eben kurz in den Jojo. この のどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが、私って欲張りですね。Die interaktive Map muss ich nämlich öffnen. Katana wa waza o sasae, takumi wa takara o yusu.これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。刀は技を支え、匠は宝を有す。茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。さあ、gehört das jetzt hier?Hier steht man nicht irgendwie große Kluft und eine Prozenza. Vielleicht kommt das, dass ich das Gebiet offen habe. Ah, jetzt geht das wieder los.So. Gehen wir weiter rein. Was zum Geier ist das denn?Hey, du bist
bist es, hallo. Es war Mooning, der mich hier vorgestellt hat. Und das ist sein... Haha, vergiss den Zettel, ich hab dich erkannt. Er mag es, sich darzustellen und jeden Tag Zettel zu schreiben. Und er muss für alles einen Prozess durchlaufen, um zu so auszusehen, als wäre er wichtig. Das ist mir egal. Schließlich hat sich der gute Ruf von Shiro längst in der Abenteuergilde herumgesprochen, ganz zu schweigen von allem, was du für Liyue getan hast. Wir haben alles, es alle gesehen. Ich bin so berühmt. Natürlich haben viele der neuen Abenteurer in der Gilde Geschichten von Iris über eure Abenteuer auf dem Drachengrat gehört und das schließt mich ein. Schneestürme durchqueren, um Wege durch die Extreme des Winters zu bahnen. Vergessene alte Königreiche unter dem Frost entdecken. Tückische Gipfel erklimmen und sich den großartigen und unerbitterlichen Veränderungen stellen. Ob es nun die Ereignisse sind, die du erlebt hast, die Hindernisse, die du überwunden hast, oder die Wahrheit, die du aufgedeckt hast, es läuft alles eine Sache hinaus. Sowas nennt man Abenteuer. Klingt klasse. Ah, Paimon wird ein bisschen schwindelig. Sind wir wirklich so gut? Haha, ganz zu schweigen von eurem Kampf gegen das Seeungeheuer auf dem Jadegemach. Ich war zwar nicht vor Ort dabei, aber ich habe keinen einzigen der Geschichtenerzählungen verpasst. Es gibt also eine Geschichte über uns? Natürlich ist es in der Stadt sehr beliebt. Ich denke, der Teekenner Liyue und Tian mit der Eisenzunge haben ihre eigenen Merkmale, aber ich bevorzuge Tian. Ha, ich verstehe. Nicht jeder kann den Stil von Tian mit der Eisenzunge akzeptieren. Und ich finde seine Formulierung manchmal etwas zu vulgär. Aber die Teekenner... Liyue ist ein langsamer Erzähler, weißt du? Manchmal dauert es zwei Stunden, bis eine Geschichte einen Geschmack bekommt. Manche Leute mögen das, aber ich finde es nicht interessant. Gut, dass er Geschichten erzählt und nicht Essen serviert. Wenn er das Geschirr und die Getränke zwei Stunden lang in einer Tüte aufbewahrt, bevor er sie endlich an die Tische bringt, muss alles sicher schon gestunken sein. Geht's dir gut, tut dir dein Hals weh? Nur nicht wirklich. Es ist nur so, dass Paimon plötzlich so viele Informationen erhält und Paimons Hirn anfängt, sich im Kopf zu drehen. Ah, also Entschuldigung. Ich war ein bisschen zu aufgeregt und habe viel über mich selbst gesprochen. Ohne auf eure Gefühle Rücksicht zu nehmen. Aber Shiro kommt diesmal im Auftrag der Quicksing, oder? Hat Mooning euch noch andere Informationen gegeben? Nun, wie? Geh nicht in die Nähe der Gesteinsschlüssel? Unter der großen Kluft ist nichts? Zikyong wird dir nicht helfen, solche Worte und wiederholt? Hehe, er macht uns keine Angst. Er versucht nicht, euch Angst zu machen. Was? Also war das, was er gesagt hat, sagte, wahr? Es ist folgendermaßen. Schließlich war Mooning Kommissar im Rat der für allgemeine Angelegenheiten. Und selbst wenn er um Hilfe bitten wollte, gab es viele Dinge, die er nicht ohne weiteres in der Öffentlichkeit preisgeben konnte. Die einzige Möglichkeit, dir zu sagen, wie du in der große Kluft kommst, ist also eine Warnung. Wenn er sagt, du sollst nicht, dann interpretiere es einfach als du kannst. Komischer Kauz. Außerdem hat er dir, wie schon gesagt, eine Erlaubnis gegeben, zu mir zu kommen. Der Zettel in deiner Hand bedeutet das Recht auf ungehinderten Zugang zur großen Kluft. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die Quicksing nicht persönlich einmischen. Und dann noch sein Vorschlag, dass du zu mir kommst, damit ich dir erkläre, wie wir die große Kluft betreten sollen. Was? Dieser Mooning. Haha, es ist peinlich, im Vorfeld so geheimnisvoll zu sein. Aber wir haben einen guten Grund. Das Ding, das unter der großen Kluft ausgegraben wurde, ist so außergewöhnlich, dass die Untersuchung nicht im großen Stil durchgeführt werden darf.
dass uns Panik unter den Massen entsteht. Dies ist die Anweisung der Quicksing. So blieb uns die Aufgabe, heimlich Forscher und Gelehrte zu rekrutieren, die unter dem Deckmantel eines Betretungsverbots in der großen Kluft eindringen sollten, um dort Nachforschungen anzustellen. Wenn nötig, könnte vielleicht etwas getan werden, um die Krise im Untergrund zu lindern. All diese Menschen im Lager waren also... Ja, sie sind alle hier, um den Erkundungstrupp zu unterstützen. Sie sind alle zuverlässig. Zum größten Teil, denke ich. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Mehr als einer der Quicksing hat dich bereits namentlich empfohlen, um uns zu helfen. Und es gibt keinen Grund, warum wir nicht tun sollten, was uns gesagt wird. Außerdem ist es einfacher, euch mit Vorteilen zu verführen. Heißt das nicht, dass wir leichter zu täuschen sind? Paimon, lass uns gehen. Versucht bloß nicht, uns für dumm zu verkaufen. Bitte bleibt, ich gebe nur weiter, was die Exzellenz gesagt hat. Das hat sie gesagt, nicht ich. Das nehme ich zurück. Auf Wiedersehen. Bitte denkt an die Belohnung der Quicksing. Sie wird nicht gering sein. Es ist ja nicht so, dass es mir an Mora mangelt. Jawohl. Also Paimon hat nichts gegen ein paar mehr Mora. Wenn irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Sicherheitsrisiken der großen Kluft zu mindern, gehen alle Schätze und Besitztümer, die unter der Erde gefunden werden, an den Finder. Dies ist eine Sondererlaubnis, die nur euch beiden von den Quicksing gewährt wird. Ah, wirklich? Wage es nicht, uns zu belügen. Ein weiterer Schätze-Moment von Paimon. Stell dir vor, die große Kluft ist so groß, es gibt so viele Schätze für uns zu holen. Haha. Also wirst du diesen Auftrag annehmen? Nun, um des Schatzes willen. Hurra, ein neuer Schatz! Hurra, ein neues Abenteuer! Es tut mir wirklich leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe und über unnütze Dinge geschwafelt habe. Lasst uns zur Sache kommen. Muss ich so eine bescheuerte Quest machen, damit ich da endlich die Hauptstory weitermachen kann? Wenn wir die große Kluft betreten wollen, müssen wir zuerst einen Katalysator finden, der aus einem Material namens Lumenstein hergestellt wird. Nur damit können wir uns da unten im Dunkeln bewegen. Nur Besitzer des göttlichen Auges können den Katalysator richtig einsetzen, aber da du die Elementarkraft auch ohne göttlichen Augen nutzen kannst, hast du wahrscheinlich kein Problem damit, den Katalysator zu verwenden. Wo können wir nach den Katalysatoren suchen? Sie befinden sich in dem Lagerhaus im Süden, das vollständig bewacht und gesichert ist. Kommt zu mir, wenn ihr es habt. Zum Glück sieht dieses Gebiet nicht gerade groß aus. Das Enkonomia war ja riesig.
Sind die da, du großer Lügner? Was? Was ist? Ist etwas passiert? Und sogar Schatzräuber sind da. Sie fragten sich auch, warum es niemand bewachte. Nun, das ist nicht richtig. Als ich das Lagerhaus bewachte, wagten sich die Schatzräuber nicht ran. Hey, warte, sag das noch einmal. Wer bewacht das Lagerhaus? Ich. Tust du das gerade auch? Haha, welcher Abenteurer würde seine Zeit mit so etwas Langweiligem verschwenden wollen? Oh, stimmt. Wow! Gut, hier. Nun, ich verstehe das Prinzip des Gesteinsschlüssels auch nicht wirklich. Vielleicht können wir mit dem Käfig förmigen Substanzen mit Geokraft dort drüben anfangen. Oh, und was ist das? Diese seltsamen Substanzen haben den Rat für allgemeine Angelegenheiten in letzter Zeit beunruhigt. Sie wuchern seit 2 Jahren aus der großen Kluft und ähneln diesem Ding da unten. Das liegt daran, dass sie durch den Einfluss des Wandels in irgendeiner Form aufgelöst werden können. Später entdeckten die Ermittler der Huishan-Kammer, dass sie die Geoenergie des Umgebenden absorbiert hatten, wodurch die Struktur der Gesteinsschlüssel langsam geschwächt wurde. Es ist sehr unheimlich, als würde es die Versiegelung bewusst durchbrechen. Wir räumen alle halben Monat auf, aber das seltsame Zeug breitet sich bald wieder aus und das immer öfter. Vielleicht wird das Ding da unten langsam unruhig. Deshalb haben wir die Quixing uns runtergeschickt, um das zu untersuchen. Weiß schon wie. Ah, das ist ätzend. Ich habe auch die falschen dafür.
geht doch. Oh, oh, guck mal, wie viele es noch gibt. Oh, das wird lustig. Ah, das wird lustig. Ja, kann man also ganz einfach das Siegel des Gesteinsschlüssels zerstören, aufheben? Nun ja, es war richtig, dir zu vertrauen. Es ist in Ordnung, Moonling hat den Schaden schon vorher gemeldet. Diese Gesteinsschlüssel waren also schon vor unserer Ankunft beschädigt. Es gibt noch 4 weitere Gesteinsschlüssel, mit denen wir uns als nächstes beschäftigen müssen. Ah, ich habe eine Skizze mit den Standorten von 3 von ihnen gezeichnet. Ich hoffe, das hilft. Was den 4. Ort betrifft, nun, es fällt mir schwer zu sagen, wo der jetzt ist. Nachdem die Bergleute abgezogen worden waren, kam es in der Höhle zu Sickerwasser und der Pfeiler wurde überflutet. Komm zu mir, wenn ihr die anderen 3 gelöst habt, dann finden wir den letzten gemeinsam. Mir wurde die Aufgabe anvertraut, das Lagerhaus zu bewachen, aber ich war nachlässig und hätte fast zugelassen, dass die Schatzräuber die Situation ausnutzen. Ich bin dir schon dankbar, dass du das nicht gemeldet hast. Ich muss zumindest vorläufig wieder das Lagerhaus bewachen. Wenn dieser Muning mich wieder beim Faulenzen erwischt, war es das für mich. Aber ich bin sicher, dass dieses Problem auch von dir gelöst werden kann. Als erstes müssen wir den hier mal aktivieren, damit wir hier besseren Überblick haben. Aber ich mache erstmal die Dailies.